Hallo zu Andis Garten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit und zeige euch, was ich alles heute in meinem Garten so mache. Ich habe viel vor. Mein Problemfall, die Erbsen, das war meine Schuld. Ich hatte leider keine Zeit. Ja. Ich habe gedacht, naja, ernst sind am Urlaub. Ja. Jetzt sind sie leider überreif und ich kann außer Saatgut nichts mehr damit anfangen. Also die sind komplett weg. Die Zwiebeln sind erntereif, da nehme ich hier hinten, sagen wir mal, Blumenabteilung kommt komplett weg. Das wird nächstes Jahr noch mitgenommen für Gemüse. Und ja, viel Arbeit heute. Also viel Spaß beim Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier bei meinem Problemfall an. Die Erbsen. Und jetzt werde ich erstmal dann die ganze Erbse einmal komplett wegnehmen. Unkraut, würde ich mal sagen. Schade drum, ja. Aber gut, das war meine Schuld. Und nächstes Jahr weiß ich, dass ich die Erbsen eher ernte. Das ist mir letztes Jahr nicht passiert, dieses Jahr schon. Aber was soll ich machen? Ich hatte Zeit nicht und hatte mir gedacht, naja, war ich auch noch im Urlaub. Ich habe jetzt noch mal eine normale Sorte, total weich, bitter. Also die könnte ich jetzt höchstens nur mal für Saatgut nehmen. Nebenbei mein Hauptberuf. Das ist nur Hobby. Und ist mir halt passiert, aber nächstes Jahr weiß ich Bescheid. Und von daher ist das halt jetzt so. Jetzt mache ich mein Gestell hier weg. Das hat jetzt ausgedient.
damit ich die Fläche hier bearbeiten kann. Werde ich jetzt erstmal überlegen, wie ich das am besten mache. Gehe hier drunter mit der Kordel. Jetzt ziehe ich sie mit dem Knot fest. Einmal. So, schon ist meine Rolle so gut wieder wie fertig. So, nachdem ja meine Zwiebeln spazieren getragen worden sind, nehme ich sie jetzt mal an und seht mal hier, was geile Zwiebeln. Dünnere dabei. Ihr könnt das mal sehen. Ne? Also sind schon schöne dabei, muss man sagen. Die lege ich jetzt auf die Wiese vorne. So, und weiter. Ja, auch die weißen Zwiebeln. Wunderbar. Kann man nicht meckern. Thank you.
Also wirklich, dieses Jahr kann ich mich nicht über die Zwiebel beschweren. Echt wunderschöne Exemplare dabei. Ja, liebe Gartenfreunde, das war die Zwiebelernte 2020. Das Feld ist leer, hier gehe ich jetzt durch und ziehe das Unkraut und gehe dann mit der Gatterfräse durch. Drüben bei der Petersilie, da sind noch ein paar Zwiebeln drin, die lasse ich noch stecken, aber das ist die letzte, auch eine kleine, ist mir aber egal, für mich reicht's voll und ganz. So, dann wollen wir mal die Fräse in der Gatte schaffen. Es ist schon richtig interessant. Hier ist jetzt eine Amsel. Die sitzt hinter der Fräse. Die holt sich jetzt sämtliche Würmer aus dem Boden. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ist schon interessant. Aber zurück zum Thema. Ich habe jetzt hier noch eine Schubkante voll Sägespäne. Die will ich hier drauf verstreuen. Vom letzten Holz machen ist die ein bisschen geblieben.
Bio-Kettenöl genommen wurde, sehe ich da kein Problem, das hier drauf zu verstreuen. Da hole ich jetzt erstmal was. Thank you.
Also ich glaube, das reicht das erste Mal für die Fräse wieder. Jetzt habe ich Stinger drauf, Sägespinnen drauf. Da hinten ist wieder mein Amselchen, die sich übermolt. Das kriege ich jetzt glatt. Und werde auf eine Seite dann später den Salat setzen noch, den ich habe. Übrigens könnt ihr euch an die eine einzelne Karotte erinnern, die ich hier vorne habe sitzen lassen, die als einzigste aufgegangen ist. Das ist sie. Nicht groß, aber eine einzige von drei Reihen. So ist es nun mal manchmal. Jetzt habe ich hier noch zwei Saaten der Petersilie. Die werde ich hier mir auslegen. Ich setze mir jetzt erstmal alle Salate raus, hol mir sie hier raus und dann geht's weiter. So, jetzt habe ich die ganze Salate. Jetzt setzen wir mal weiter in die Küche. Ha ha ha!
Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich räume jetzt hier noch fertig auf, werde meine Zwiebeln noch zum Trocknen aufhängen. Wird hier wieder alles reinmachen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Andi. Ciao.